Moin Moin, seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Oberlecker, die vegane Kochshow. Bei mir gibt es heute die heiß ersehnten Königsberger Klopse, natürlich rein pflanzlich vegan. Die hatte ich vor ein paar Wochen auf meinem Instagram-Account gepostet und ihr wolltet das Rezept auf jeden Fall sehen. Da kommt es jetzt. Dich erwartet hier meine vegane Küche. Genuss ohne Reue, simple Rezepte ohne Shishi mit Zutaten, die für jeden von euch überall zu bekommen sind. Ich zeige dir, wie man oberlecker mit Freude und tierleidfrei kocht. An dem Rezept der Königsberger Klopse feile ich eigentlich schon in die letzten 7-8 Jahre. Hab auch schon wirklich super Ergebnisse gehabt, aber das hat mich jetzt selber einmal so richtig von den Socken gehauen. Das Allercoolste ist, dass es eigentlich so gut wie ohne Bindemittel auskommt. Das Einzige ist wirklich ein kleines bisschen Kichererbsenmehl und die Grundmasse ist getrocknetes Sojagranulat. Also wirklich ganz, ganz simpel, einfach und oberlecker. Ich beginne damit, dass ich mir auf den Herd eine kleine Brühe mache. Da kommt einfach bloß ins Wasser ein kleines bisschen Gemüsebrühe und etwas Lorbeer. Und in dieser Schüssel werde ich mir jetzt erstmal das Sojagranulat einweichen. In diese Schüssel kommen 150 Gramm von dem getrockneten Sojagranulat, dann kommt heißes Wasser drüber und gleich eine kleine Prise Salz. Einmal kurz anrühren und für circa 10 Minuten stehen lassen. Während die Brühe jetzt langsam vor sich hin köchelt, das Granulat einweicht, werde ich mir schon mal Kapern nach vorne holen. Und zwar kommen bei mir nicht nur Kapern nachher an die leckere Soße, sondern auch schon zerquetschte oder pürierte Kapern direkt mit an die Kloßmasse mit dran. Und dadurch, dass die Kapern jetzt direkt an der Kloßmasse mit dran ist, hat man natürlich schon einen absolut mega gigantischen Geschmack. So, einfach mit dem Messer grob durchhacken, ein bisschen andrücken und direkt in die Schüssel geben, wo die Kloßmasse gleich fertig gemacht wird. Dann nehme ich mir ein halbes Bund frische Petersilie und hacke die ebenfalls. Und dann kommen auch direkt noch bis auf das Sojagranulat die übrigen Zutaten mit dazu. 50 Gramm Semmelbrösel, 100 Gramm Kichererbsenmehl, das ist wie gesagt, sorgt nachher für die Bindung. Und gewürzt wird das Ganze mit einem Teelöffel Salz, zwei anständige Prisen Pfeffer, ein halber Teelöffel gemahlener Piment und Piment sorgt für anständig Geschmack mit dem Kloß. Ein Teelöffel Paprikapulver edelsüß. Ein halber Teelöffel frisch gemahlene Muskatnuss. Oh, schnuppert. Muskat ist sowas Abgefahrenes. Ein Teelöffel Majoranpulver. Ein Teelöffel Zwiebelpulver. Ihr könnt ihr natürlich auch eine frische nehmen, dann aber vorher in etwas Olivenöl anschwitzen. Und das war's mit den Gewürzen. Das Granulat ist jetzt eingeweicht. Das nehme ich einfach in meine Hände, drücke das Wasser schön raus. Dann kommt das ebenfalls mit in die Schüssel. Und dann wird das unter der Zugabe von etwas Olivenöl zu einem anständigen Teig durchgemengt. Und der letzte Schwung. Nochmal schön ausdrücken. Rein in die Schüssel und dann erstmal mit den Händen alles locker durchmengen, dass sich die Gewürze wirklich überall verteilen und anschließend richtig fest durchkneten. So, und das ist jetzt ein richtig schöner, klebriger Teig geworden. Wenn ihr hier mal guckt, kann ich jetzt hier so ein Bällchen nehmen. Durchrollen und habt ihr eine richtig schöne glatte Masse. Sollte euer Teig etwas zu feucht sein, gebt da einfach etwas Kichererbsenmehl oder Semmelbrösel mit dazu. Sollte der Teig zu trocken sein, einfach ein kleines bisschen mehr Wasser. So, ich mache mir jetzt mit leicht angefeuchteten Händen, dass der Teig nicht an meinen Händen kleben bleibt, werde ich mir solche kleinen oberleckeren Bällchen rausformen und die verschwinden dann anschließend für ca. 25 Minuten in wirklich nur siedendem Wasser. Ich habe jetzt hier 11 Bällchen rausgeformt, hatte aber auch schon
mal nur 8, wo wahrscheinlich der Hunger sehr, sehr groß war und ich sehr, sehr große Klöße vor mir haben wollte. Ich sag mal so 8 bis 12 Stück, je nachdem, wie groß ihr die möchtet, kommen dabei raus. So, wenn die nicht ganz halten, einfach immer noch mal ein bisschen Wasser oben drauf, dass die so wirklich richtig glatt und geschmeidig sind. Guckt mal hier, sie wirklich so eine schöne, glatte Oberfläche haben. Und dann verschwinden die Klößchen in der Brühe. Und hier beim Wasser, jetzt wie gesagt, wirklich darauf achten, dass es wirklich nur so leicht am Sieden ist. Also es sollte jetzt nicht kochen, weil wenn es kocht, dann würden nachher die Klößchen auch wieder zerfallen. Von daher, leicht siedendes Wasser, ganz leicht köcheln für 20 bis 25 Minütchen. Ich mache hier ganz kurz klar Schiff, stelle die Kartoffeln auf den Herd, beziehungsweise sind sie schon hier geschält und stehen schon auf dem Herd. Die brauche ich einfach bloß anschalten und bereite alles weitere für die oberleckere Soße zu. Die Dinger sehen gut aus, die schwimmen an der Oberfläche. Jetzt mache ich mich an die Soße. Den Topf stelle ich einfach nach hinten, Feuer lasse ich an. Darauf kommt direkt ein Topf, wo ich die Soße drinnen mache und schmelze darin 3 Esslöffel pflanzliche Margarine. Daraus mache ich jetzt sozusagen eine klassische Mehlschwitze. Das heißt, ich hole mir Mehl nach vorne und habe bereits eine Kelle zu liegen. Denn die Mehlschwitze werde ich mit der Kloßbrühe machen. Da steckt ja schon anständig Geschmack drin. Da haben wir ja eine Gemüsebrühe vorbereitet und auch Geschmack vom Kloß ist natürlich in die Brühe rübergegangen. So, und jetzt wirklich schnell arbeiten, dass hier nichts klumpt und nichts anbrennt. 3 Esslöffel Mehl kommen dazu. Vorsichtig einrühren. Ach, mein Opa wäre stolz, wenn er sieht, was ich für eine schöne Mehlschwitze hier mache. Der hat nämlich damals immer gesagt, der kann nicht viel in der Küche, aber das Allerschwerste, was für ihn immer so war, war die Mehlschwitze. Und die habe ich von meiner Oma gelernt. Da bin ich immer ganz stolz drauf, dass ich das so wunderbar hinkriege. So, und jetzt wirklich schnell die Kloßbrühe dazu. Schön rühren, 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 dass hier nichts klumpt. Bis es ungefähr die gewünschte Konsistenz hat. Aufkochen lassen. Einmal schön zum Kochen bringen. Eine Kelle kommt noch ran. Beziehungsweise könnt ihr euch das auch immer Stück für Stück noch verlängern, weil je länger das kocht, umso mehr dickt das natürlich auch immer wieder ein. Dazu kommen jetzt noch 100 Milliliter pflanzliche Sahne. Könnt ihr Hafersahne nehmen, könnt ihr Sojasahne nehmen, völlig egal. Hauptsache, sie ist zum Kochen geeignet. Macht die Soße noch so richtig schön cremig. So, des Weiteren kommen dazu 30 Gramm Kapern. Natürlich ganz, ganz wichtig bei Königsberger Klopsen. Ein kleines bisschen was von dem Einlegewasser, da steckt ebenfalls anständig Geschmack drin. Der Saft einer halben Zitrone. Kleines bisschen runterschalten. 3 Teelöffel Zucker mit dazu, sowie je eine anständige Prise Salz und Pfeffer. Das könnt ihr jetzt je nach eurem Gusto, nach eurem Geschmack natürlich noch ein bisschen Zucker ran oder noch ein bisschen mehr Säure ran, Salz oder Pfeffer, wie auch immer. Wo habe ich meinen Löffel? Der ist hier. Nennt man das Glück, wenn man so aussieht und die Winkel nach oben zieht. Alter, lecker. Richtig gut. Also, meine Soße für die Königsberger Klopse ist fertig. Ich brauche hier nichts mehr abschmecken. Die Klöße sind fertig und die Kartoffeln auch. Das heißt, ich richte jetzt an. Du kannst mir so richtig schön schmecken lassen, nachdem ich hier kurz Ordnung gemacht habe. Thank you.
perfekt geworden sind. Richtig, richtig oberlecker. Bin wie immer mega überzeugt davon und kriege mein Lächeln kaum aus dem Gesicht, weil ich weiß, ich kann den Teller gleich aufessen. Ich will hoffen, ich habe euch gezeigt, wie simpel und einfach man wirklich diesen Klassiker Königsberger Klopse nachbasteln kann. Komplett tierleidfrei. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne ein Like, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dass auch immer mitbekommt, wenn ein neues Video von mir online ist. Ich würde sagen, ich lasse es mir jetzt weiterhin schmecken. Macht es nach, schreibt gerne in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal, euer Alex.